wie kam es denn überhaupt zu dieser Limited Edition? Also, wir wollten schon 2020 eine machen und 4 Jahre später haben wir es erst geschafft. Wieso? Damals hatten wir noch nicht diese Technologie zur Verfügung, dass wir ein wirkliches Bild draufdrucken konnten. Das heißt, damals hätte ich nur eine Special Edition Farbe machen können und das war mir irgendwie zu einfach und deswegen haben wir das immer vertagt, bis wir eben diese neue Technologie zur Verfügung hatten. Und dann war meine allererste Idee, dass ich mein geliebtes diagonales Taschensteppmuster gerne auf dem Styler hätte. Ich wollte so einen Biker-Style-Styler machen, aber irgendwie hat das nicht richtig funktioniert. Wir haben da ewig dran rumgetüffelt und das sah einfach nicht so prickelnd aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat GHD mir vorgeschlagen, dass wir mein Gesicht draufdrucken. Und dann dachte ich als erstes so, das ist aber sehr Pamela. Also ich weiß gar nicht, ob ich mein Gesicht denn da immer sehen möchte. Und dann haben wir das ausprobiert und das wurde erstaunlich gut. Und ich war gleich so, okay, dann probieren wir das weiter. Und dann haben wir verschiedene Motive ausgewählt und verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann saßen wir da in den Meetings und haben geguckt, ob dann mein Gesicht überhaupt so aussieht. Vor allem, weil das Gesicht ja über eine Rundung geht, ist das proportional einfach ein bisschen verzogen. Und dann haben wir sehr, sehr lange daran gearbeitet, dass das möglichst realitätsnah ist. Und Dennis saß noch da und hat die Lippen verändert mit Mamas Konturenstift und hat hier noch ein bisschen mit Bleistift gemalt und hier ein bisschen radiert, bis wir dachten, das kommt meinem echten Gesicht sehr nah. Und dann hatten wir 3 Motive, die uns sehr gut gefallen haben und dann habt ihr im Community Voting für dieses hier gestimmt, was mich sehr gefreut hat, weil das war auch mein persönlicher Favorit. Und jetzt, 4 Jahre später, haben wir das Ergebnis und ich bin sehr glücklich damit und ich freue mich sehr, eure Meinung dazu zu hören.